Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute The Road im Steelbook und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, heute mal wieder ein Steelbook und zwar The Road. Ist zwar schon ein bisschen älterer Film, ist jetzt hier ein Zabi-exklusives Steelbook. Film habe ich schon gesehen, ist wirklich ein sehr, sehr genialer Film, also sollte man sich mal angucken. Wie gesagt, wenn einige Spiel The Last of Us kennen, die haben sich von diesem Film inspirieren lassen, das merkt man auch. Ist wirklich, sollte man sich einfach mal angucken, wäre so ein bisschen Endzeit-Film, ist wirklich cool gedreht. Ist hier mit den Rigo Mortensen, ist wirklich cool gemacht. Wie gesagt, jetzt, Xavi hat ja diesen Ausverkauf. Und da habe ich dann auch so um die 10 Euro, ich weiß nicht mehr ganz genau, für dieses Steelbook bezahlt und das geht völlig in Ordnung. So, dann haben wir hier die J-Card aufgeklebt. Nochmal sehr störriger Kleber hier. Ah, oh, mein Gott. So, dann haben wir hier diese Papp-J-Card. Ich denke mal, der Film wird auch wieder komplett in Englisch sein. Ich glaube, ja. Aber kommen wir zum Steelbook. Von vorne finde ich sehr, sehr cool. Passt wirklich zum Film so. Hier oben einfach für Road und unten die im Einkaufswagen. Wirklich schön gehalten. Wie gesagt, so alles im Matt gehalten. Ist sehr, sehr cool. Passt einfach zu dem Film. Einfach, wenn man den gesehen hat, dann... Wie gesagt, Rückseite auch sehr minimalistisch gehalten unten, wie sie da beide stehen. Und wie gesagt, immer dieser Schneefall. Wirklich sehr cool. Ich mach mal auf. Oh, geht gar nicht auf. Bisschen schwer. Wie gesagt, so sieht das Ganze aus. Wirklich, ich finde es optisch sehr, sehr cool. Wie gesagt, passt einfach zum Film. Schauen wir uns mal die Innenseite an mit der Disc. Die Disc ist jetzt ein bisschen zu bunt. Die Disc ein bisschen zu bunt, das passt nicht so ganz. Mal raus. Aber der Hintergrund passt wieder komplett zum ganzen Stil des Steelbooks. Ja, an sich, wie gesagt, für 10 Euro Zucker, ich weiß nicht, oder 11 oder 12 Euro, ist das wirklich einfach ein cooles Steelbook. Ja, also, wie gesagt, dieser Stil passt wirklich zum Film so, ist wirklich, wenn ihr nicht gesehen habt, schaut ihn euch mal an. Der ist wirklich ziemlich cool. Jo, wie gesagt, dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.